Vor dem Video möchte ich euch nur noch mal bekannt geben, dass zurzeit auf meinem Kanal ein Griefer Games Giveaway gibt. Das Video dazu ist unten in der Beschreibung verlinkt. Es gibt coole Sachen wie zum Beispiel ein Enderdrachen-Ei, Geld oder auch Banner zu gewinnen. Und dann verlose ich auch noch mal einen Goldrang auf dem topiamc.de Server. Aber das war's auch schon mit dem Pre-Intro. Viel Spaß noch mit dem Video. Und wenn ihr mich unterstützen wollt und der Teddy Army beitreten wollt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Und jetzt noch viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video von mir. In dem heutigen Video bin ich mal auf dem griefergames.net Server wieder. Und heute, ich wollte das Thema eigentlich schon mal ansprechen, aber dann ist mir irgendwie die Lust vergangen. Aber jetzt habe ich die Schnauze voll und bringe dieses Video raus. Und zwar regt es mich auf, wenn die ganze Zeit irgendjemand Werbung für seinen YouTube-Kanal macht. Hier bei 150 Abonnenten droppe ich ein Drachenei oder so. Oder... Oh, bitte macht die 200 voll, dann gibt's eine Verlosung oder so. Bei 250 Abonnenten verlose ich /Kopf, alle abonnieren. Das regt mich so auf, weil am Ende, da kommen nur Leute dazu, die den Stuff wollen. Und wenn sie nicht gewinnen, deabonnieren sie wieder. Und das Abo lassen sie dann halt nur, wenn sie gewonnen haben. Aber das sind dann auch gar keine richtigen Abonnenten, weil man hat die dich nicht erarbeitet. Die sind einfach nur durch Werbung draufgekommen, was eigentlich ein bisschen scheiße ist und ehrenlos eigentlich. Weil manche, wie zum Beispiel ich mache halt meine Videos, erarbeite mir meine Abonnenten und mache hier nicht... Dreckswerbung auf dem fucking Minecraft-Server. Das ist einfach halt so ehrenlos und ich wollte dieses Thema einfach mal ansprechen, weil es mir so hart auf die Nerven geht. Und das finde ich schon ein bisschen schade, dass hier fast so niemand, ja manche Griefer, die unternehmen dagegen was und startkicken die wegen Werbung, was ich auch eigentlich recht gut finde, weil es einfach nur so dumm ist. Man macht auf einem Minecraft-Server für seinen YouTube-Kanal Werbung und dann kommen irgendwelche Leute hinzu, die eigentlich nur den Stuff, der gewonnen werden kann, angepisst sind, wenn sie nicht gewinnen und verpissen sich dann wieder vom Kanal, was ich so richtig dumm von dieser Werbungssache auf dem Minecraft-Server, wie zum Beispiel Griefer Games läuft. Ich spiele ja hier oft auf City Build 4 und vorhin, da gab es so eine richtig ehrenlose Sache. Und zwar kam da vorhin einer, der hieß Luca TV YouTube. Er hat für seinen YouTube-Channel Werbung gemacht. Ab 150 Abonnenten drop ich ein Drachenei. Darauf habe ich geschrieben, dass er Abo geil sei. Und im Stream, also ich habe da seinen Stream geguckt, um zu sehen, was er dazu sagt, hat einfach mich /ignore. Also wenn man jetzt mit /ignore zum Beispiel der Teddybär macht, dann steht da, du ignorierst jetzt den Spieler der Teddybär. Und wenn ich jetzt was im Chat schreibe, dann sehe ich jetzt die Nachricht vom Spieler nicht mehr. Er hat dazu nichts gesagt. Er hat mich einfach ignoriert. So ehrenlos finde ich einfach das. Und dann habe ich noch was geschrieben. Und dann hat er einfach mal seinen Freund gefragt. Ey, kannst du mal den Teddybär da kicken? Da dachte ich mir, hä, Junge, bist du behindert? Du sagst, fragst deinen Freund, ob er mich kicken kann, weil ich gesagt habe, dass du abogeil bist, weil du Werbung machst auf Griefer Games, was eigentlich der Wahrheit entspricht, und willst dazu deinen Freund sagen, dass er mich startkicken soll? Junge, was ist mit dir los, ohne Witz? Und ich finde es schon richtig traurig, dass das echt immer mehr, dass das mehr wächst, also das von Werbung, und ich hasse das einfach. Gerade ist es zum Beispiel ein bisschen ruhig im Chat und gerade macht auch keiner Werbung. Das finde ich eigentlich auch mal toll, wenn hier jemand nicht Werbung macht, weil einer spammt hier die ganze Zeit. Ich wollte eigentlich dann noch in seinem Chat schreiben, dass es ein bisschen ehrenlos ist, wenn er mich jetzt von seinem Kanal bannt. Also ich hatte die Idee, dass ich in seinem
Stream mal was schreibe, dass es ein bisschen ehrenlos wäre, aber dann hätte er mich gleich von seinem Kanal locker gebannt. Und das wäre dann auch wieder so eine richtig ehrenlose Sache. Und dann sagt er noch eiskalt im Stream, der hatte so ein scheiß Mikrofon, der hatte so eine Roboterstimme. Und dann sagt er, Leute, abonniert mich mal, alle, die hier zuschauen. Und selber entscheiden dürfen, ob sie ihn abonnieren oder nicht. Da dachte ich mir, hey Junge, bist du... Also ich frage mich, was bei dem Jungen falsch ist. Das soll jetzt hier nicht so rüberkommen, als wäre das hier so ein richtiger Hate gegen ihn. Aber in die Richtung könnte schon kommen. Er sagt ein, und das hat er nicht nur einmal gesagt, das hat er so dreimal im Stream so gemacht. Also als ich dabei war, im ganzen Stream hat das bestimmt ein paar 10 Mal gesagt oder so. Das finde ich so dumm. Er hat so eine Scheißqualität, sagt, Leute, abonniert mich mal alle. Und dann kam da... nicht mal ein paar Abos rein. Er hat so in-game mit seinem Freund irgendwie bei seinem GS sowas ausgeschaufelt. Wollte von seinem Freund eine Schaufel haben. Wollte ihn aber keine geben und da hat er ihn gleich beleidigt. Er hat seinen Freund beleidigt, weil er ihm eine fucking Schaufel nicht gegeben hat. Und er hatte eine Diamantschaufel in seinem Inventar. Da frage ich mich, bist du dumm? Und das war's eigentlich fast schon von diesem Video. Und ja, das war's eigentlich schon so vom Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr der gleichen Meinung seid, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Oder eher gesagt, heute beim Griefer Games Adventskalender heute Abend. Haut rein und ciao, Leute.